Pretty please, speicher hier für mich. Pretty please, speicher hier für mich. 18. Oktober, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Herr Will Powers. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Sehr schön. Herr Edgeworth, Ihr Smokesplädoyer, bitte. Die Anklage wird dem Gericht beweisen, dass am 15. Oktober um 14.30 Uhr der Angeklagte Herr Will Powers den Kollegen Jack Hammer ins Studio 1 von Global Studios tötete. Niemand sonst hätte dieses abscheuliche Verbrechen begehen können. Die in dieser Verhandlung vorgelegten Beweise werden diese Tatsachen belegen. Ich verstehe. Sehr schön, dann würde ich gerne Ihren Zeugen hören. Herr Edgeworth, Anklage darf Ihren ersten Zeugen aufrufen. Als erstes möchte ich ein bekanntes Gesicht, Inspektor Gumshoe, als Zeugen aufrufen. Inspektor, würden Sie dem Gericht bitte kurz den Fall beschreiben? Jawohl, ich nehme dazu am besten diesen Übersichtsplan hier. Um den Fall zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf diesen Übersichtsplan. Hier ist der Personalsbereich. Die Schauspieler gingen dort am Morgen ihre Action-Szenen durch. Dies ist der Haupteingang der Studios. Die Wachfrau der Studios arbeitete an diesem Tag um 13 Uhr. Hinter der Waschstation befindet sich ein Tor, sehen Sie? Dahinter sind die Studios. Und hier ist Studio 1. Dies ist der Tatort. Hier wurde die Leiche entdeckt. Am Tag des Mordes, den 15. Oktober, waren nur drei Personen hier. Das Opfer, Jack Hammer, der Angeklagte, Will Powers, und eine junge Frau, die Produktionsassistentin. Bis Mittag befand sich das gesamte Produktionsteam im Personalbereich. Nach dem Mittagessen ging das Opfer Jack Hammer zu Studio 1. Kurz darauf, um 13 Uhr, kam die Wachfrau zur Wachstation. Nun überspringen wir ein paar Stunden bis 17 Uhr. Das Produktionsteam begab sich zu Studio 1, um dort zu proben. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass die Probe gestrichen wurde. Echt jetzt? Man hätte doch mit der Leiche üben können. Die Todeszeit war 14.30 Uhr. Der Samurai-Speer, die Mordwaffe, steckte dem Opfer in der Brust. Das sind die Fakten, zusammengefasst. Soll ich das nochmal wiederholen? Soll ich es mir nochmal anhören? Ignorieren. Ich denke, das kann ich mir merken. Die Mordwaffe war also ein Speer? Wie mittelalterlich. Euer Ehren, dieser Fall ist schnell gelöst, wenn man eine Frage stellt. Und diese Frage lautet: Was hat die Wachfrau an der Wachstation gesehen? Verstanden. Rufen wir die Wachfrau in den Zeugenstand. Schade, dass wir Gumshoe nicht nochmal auseinandernehmen dürfen. Schade. Würde die Zeugin bitte ihren Namen nennen? Mein lieber Charlie, Sie sehen aber gut aus. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ihren Namen bitte. Oh, Süßer, kein Grund, so rot zu werden. Nennen Sie mich einfach Großmama. Ihren Namen bitte. Edgeworth hat wohl Mühe, seine Zeugen dazu zu bringen, ihren Namen zu sagen. Wendy Old Badge, mein Süßer. Aber nenn mich einfach Großmama. Und so nickt sie aus. Einspruch! Ich erhebe Einspruch gegen die Geschwätzigkeit der Zeugin. Einspruch stattgegeben. Würde sich die Zeugin bitte auf ihre Aussage konzentrieren? Gerade wo es spannend wird. Ich glaube, ich habe jetzt Wendy drei verschiedene Stimmen gegeben. Interessant. Hei. Hm.
Könnten wir vielleicht jetzt die Aussage hören? Die Zeugin hat am Tag des Mordes Dienst im Haupteingang, korrekt? Ja, doch. Und zum Tatort zu gelangen, hätte man bei Ihnen vorbeikommen müssen. Sie kennen sich aus, Süßer. Ihre Aussage, bitte. Mann, was für eine Alte. Am Tag des Mordes kam ich um 13 Uhr an der Waschstation an. Der arme Hammer und die anderen probten seit dem Morgen. Ich hatte an dem Morgen einige Rundgänge zu erledigen. Jedenfalls war es 13 Uhr, als ich die Waschstation betrat. Von da ab bis 17 Uhr war ich am Haupteingang. Als der Mord geschah, um 14.30 Uhr, oder? Das finde ich interessant, denn um 14 Uhr kam ein Mann bei mir vorbei. Es war Powers, der Mann dort, und er ging in Richtung Studio. Sie haben den Angeklagten also gesehen, hm? Na schön, beginnen wir mit dem Kreuzfeuer. Herr Wright? Ja, euer Ehren. So. Sie haben Herr Powers gesehen? Das habe ich doch schon gesagt. Haben Sie Wachs in den Ohren? Nick, das ist deine Chance. Ja. Es ist Zeit für die Geheimwaffe. Ich sage es nochmal. Er war es. Lassen Sie mich was klarstellen, Großmama, Frau Oldbeck. Seit gestern sagen Sie, dass Sie Herr Powers gesehen haben, richtig? Und Sie meinen damit den Mann auf diesem Foto, nicht wahr? Moment, bitte, Herr Wright. Geben Sie mir bitte das Foto. Wer ist das genau? Niemand anderes als der Steel Samurai-Verteidiger von Neo Tokyo. Frau Oldbeck, ist dies der Herr Powers, den Sie gesehen haben? Natürlich. Hat Ihre Mutter Ihnen denn gar nichts beigebracht, Junge? Jeder kann doch sehen, dass es Powers ist, oder? Ja. Nun, ich frage mich. Es stimmt, dass Herr Powers die Rolle des Steel Samurai spielt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er der Steel Samurai ist. Das weiß ich doch. Ich bin nicht von gestern. Niemand in diesem Gericht hat das behauptet, Zeugin. Er mag sie scheinbar nicht mehr Oldbeck nennen. Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass die Person auf dem Foto Herwell Powers ist. Sie alter Schnüffler. Natürlich kann ich's beweisen. Was? Hä? Selbst Edgeworth ist überrascht. Die Anklage würde die alte... die Zeugin gerne um etwas bitten. Sie hätten uns vor dem Prozess alles sagen müssen, was sie wissen. Woher hätte ich ahnen können, dass sie so neugierig sind? Sie sollten sich alle schämen. Ich habe das Foto jedenfalls dem jungen Inspektor gezeigt. Und er sagte mir, das ist kein brauchbarer Beweis, meine Liebe. Er hat es noch nicht einmal genau angesehen. Wow. Die alte Labertasche macht sogar Edgeworth sprachlos. Sie ist klasse. Dann klären Sie uns über Ihren Beweis auf. Ich sage niemals Sachen, die ich nicht meine. Merken Sie sich das. An dem Morgen während des Probedurchlaufs der Action-Szene sah ich, wie Powers einen Fehler machte und hinfiel. Dabei ging eine der Requisiten zu Bruch, ein ziemliches Chaos. Es sah so aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. Jetzt sehen Sie sich das Foto an. Ein Mann, man kann sehen, wie er sein Bein nachzieht, sehen Sie? Es ist ganz eindeutig. Daher wusste ich, dass es sich um Powers handelte. Zufrieden? Er hat sich also den Knöchel verstaucht. Na schön, Herr Wright, Sie können die Zeugin nun ins Kreuzfeuer nehmen.
Irgendwas verheimlicht sie. Ich greife sie an, bis sie kreicht. Okay, krieg mal hin. Moment mal! Gerne, Groß! Hey, ich hab noch gar nichts gesagt. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich niemanden hinter seinem Rücken beschuldige. Alles, was ich gesagt habe, ist die reine Wahrheit. Reiner geht's nicht. Herr Wright, bitte, uns allen zuliebe, versuchen Sie nicht, diese Zeugin zu verärgern. Ich glaube, Edgeworth hat seinen Meister gefunden. Wer war bei dem Probedurchlauf alles dabei? Nun, mal sehen. Da war Powers, der ist der Steel-Samurai. Dann der arme Hammer, der böse Richter. Und ich. Und was taten Sie genau? Zuschauen. Nur zuschauen. Und was war mit der Assistentin? Oh, sie war mit der Bühneneinrichtung beschäftigt und so. Sie hat die Probe also nicht gesehen. Machte einen Fehler und fiel hin? Ja, und so jemand soll der Steel Samurai sein? Was für ein Lacher. Powers verstauchte sich also seinen Knöchel. Ich half ihm natürlich, damit es wieder besser heilte. Sie halfen, damit es wieder besser heilte? Ich küsste ihn dort, wo er sich wehgetan hatte. Überspringen wir doch diesen Teil am besten, in Ordnung. Wo war die Assistentin zu diesem Zeitpunkt? Sie reinigte gerade ein paar Requisiten, glaube ich. Sie bekam von Powers Unfall nichts mit. Sie dürfen mit Ihrer Aussage fortfahren. Naskibi? Hier, wenn du betteln willst, dann mach's direkt. Komm, komm, ins Mikro. Oh, scheiße. Festzorn hier. Ordentlich. Und guck mal, die Devi gibt dir sogar Leckerlis wieder als Bestechung. Ist das nicht schön? Was sagt man da zur lieben Devi? Schweigen im Grab. Sorry, Devi, er schweigt. Ja. Nicht auf den Controller sabbern. So, angreifen. Moment mal! Er machte eine Requisite kaputt? Und ob! Sein Samurai-Speer! Sein Samurai-Speer? Die Mordwaffe? Zum Glück konnte ich ihn mit einem Klebeband wieder reparieren. Das scheint mir ein wichtiges Detail zu sein. Das sollte ich besser in der Gerichtsakte festhalten. Es sah so aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. War Herr Powers Knöchel stark verstaucht? Es war nicht so schlimm, dass er nicht mehr gehen konnte. Er ging in seine Umkleide, um sich nach dem Mittagessen etwas auszuruhen. Da ja, das Nickerchen. Jedenfalls zog er seinen Fuß nach, als er ging. Er zog seinen Fuß nach. Okay. Ich glaube, wir haben genug gehört. Nicht wahr, euer Ehren? Nun, es gibt noch eine Sache, die mich stört. Und die wäre? Gibi hat mich gekratzt, die Sau. Wo befindet sich das Kostüm des Steel Samurai jetzt? Um ehrlich zu sein, nun, wir haben es nicht gefunden. Aber wir suchen noch danach.
Das ist ohnehin nebensächlich. Die Zeugin sah den Steel Samurai zweifellos. Und es ist eindeutig, dass die Person im Kostüm des Steel Samurai Herr Will Powers war. Ich glaube, Sie haben recht. Sind Sie sicher, dass Sie sich sicher sind, Euer Ehren? Moment mal! Wir reden hier über Möglichkeiten. Das Foto aber zeigt klar den Steel Samurai. Nirgends auf dem Foto kann man Herr Will Powers erkennen. Die Verteidigung hat recht. Könnte nicht auch ein anderer, der nicht fotografiert wurde, Herr Hammer getötet haben? Diese Möglichkeit sollten wir auch in Betracht ziehen. Dann gestatten Sie mir, diesen Zweifel bei Ihnen auszuräumen, Euer Ehren. Würde die Zeugin bitte mit ihrer Aussage fortfahren? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Der arme Hammer starb um 14.30 Uhr, nicht wahr? Die einzige Person, die ich davor zum Studio gehen sah, war Will Powers. Sonst ging niemand dorthin. Wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Wenn also niemand sonst zum Studio gegangen ist, muss es der Steel Samurai gewesen sein. Herr Wright, Sie können die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen. Sorry, ich bin heute ein bisschen müde. Woher wissen Sie das? Hä? Habe ich das nicht eben gerade erklärt? Ich habe dem jungen Inspektor ein paar Donuts gegeben. Und dann, nachdem er was von Geheimnis gefaselt hat, sagte er mir alles. Oh. Ich schätze, Inspektor Gamschuh teilt Ihre Vorliebe für Donuts. Sind Sie sich da absolut sicher? Oh, sehr sicher, Jungchen. Kein Verdächtiger ist dort vorbeigekommen. Niemand. Kein Verdächtiger. Na schön. Moment mal! Was war, bevor Sie zur Wachstation gingen? Sie meinen, vor 13 Uhr? Nun, da waren alle im Personalbereich. Und ich verschloss das Haupttor, damit niemand hindurch konnte. Nicht zu vergessen. Moment mal! Sind Sie sich sicher? Die Zeugin hat die Frage bereits beantwortet. Jeder, der ins Studio ging, musste an der Zeugin vorbei. Das stimmt, Jungchen. Gib's ihm, Edgy Boy! Edgy Boy? Die alte Labertasche hat Eier, oder? Nun, du weißt schon, was ich meine. Alte Labertaschen übersehen gerne wichtige Details. Oder sie vergessen sie ganz so wie hier. Wie praktisch. Vielleicht etwas, worauf du dich schon freuen kannst? Nein, geh nicht. Nur wenn du aufhörst zu maunzen, darfst du gehen. Hörst du also auf? Ich weiß nicht, was für einen Beweis ich jetzt vorbringen soll. Obwohl...
Ist das derselbe Speer? Ich finde ja interessant, dass dieses Foto aussieht, als würde er beide Beine nachschleifen, einfach mal so. Als wenn das Kostüm einfach mal viel zu groß ist. Die einzige Person, die ich davor zum Studio gehen sah, war Will Powers. Und was ist mit Hannah? Moment mal! Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. Nichts vergessen. Wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Der Dadaver-Tasche hat Eier, oder? Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, worauf es hier hinausläuft. Warten Sie! Sehen Sie sich nochmal dieses Foto an. Es wurde von der Kamera am Tor zu den Studios gemacht, nicht wahr? Jawohl, ja, Jungchen. Wann immer also jemand hier vorbeikommt, macht sie automatisch ein Foto? Und ich dachte schon, Sie wüssten nicht mal, wo oben und unten ist. Gut, wie auch immer. Außerdem nimmt der Computer in der Waschstation alles auf, was die Kamera filmt, oder? Oh, wenn Sie im Studio anfangen wollen, können wir ja da vielleicht was machen. Und von eben diesem Computer stammt auch dieses Foto. Auf der Rückseite steht 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Sogar ich weiß, was das, dass das heißt. Es wurde um 14 Uhr am 15. Oktober gemacht, Jungchen. Ich auch. Es geht mir aber mehr um das, was am Ende steht. Foto Nummer 2. Foto Nummer 2? Der Computer hatte an dem Tag nur ein Bild gespeichert. Finden Sie das nicht seltsam? Das Foto müsste Foto Nummer 1 heißen, wenn es tatsächlich nur dieses eine Foto gäbe. Ruhe! Ruhe! Erklären Sie bitte dem Gericht, was Sie damit meinen, Herr Wright. Um ehrlich zu sein, würde ich das gerne die Zeugin fragen. Dieser Beweis zeigt, dass nicht eine, sondern zwei Personen zum Studio gingen. Auch wenn nur ein Foto verfügbar ist. Wer hätte das andere Foto löschen können? Nur jemand mit Zugang. Die Wachfrau höchstpersönlich. Passen Sie auf, was Sie sagen, gerne groß. Die einzige Person, die ich an diesem Tag gesehen habe, war Will Powers.
Aber die Torkamera machte zwei Fotos. Also sind zwei Personen vorbeigekommen. Nun ja. Das war wohl wegen... Kann die Zeugin das bitte dem Gericht erklären? Ich verstehe diesen neumodischen Computerkram nicht. Edgy Boy, Hilfe! Hä? Glauben Sie mir, das würde ich gern, aber ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Großartige Hilfe. Sie sind genauso ein gerne groß. Gerne groß? Ist alles in Ordnung, Frau Oldbatch? Ah, ja, klar. Mir ist gerade etwas eingefallen. Lassen Sie mich raten. Es muss jemand anderes am Tor vorbeigekommen sein als der Steel Samurai. Naja, das könnte man so sagen. Ich verstehe. Ihre Aussage bitte. Jeden Tag nach dem Wachdienst muss ich noch eine weitere Arbeit erledigen. Ich muss die Fotos vom Überwachungscomputer auswerten. Dabei werfe ich alle Bilder raus, die unverdächtig sind, verstehen Sie? Wenn ich jetzt dran denke, erinnere ich mich, dass ich an dem Tag ein Foto löschte. Frau Oldbeck, das höre ich zum ersten Mal. Nun natürlich, Jungchen. Mir ist es ja auch gerade erst eingefallen. Na schön, Herr Weid, Sie können mit dem Kreuzfeuer beginnen. Nun, ich würde sagen, das kam unerwartet, obwohl ich es erwartet habe. Jeden Tag nach dem Wachdienst, okay? Eine andere Arbeit? Das ist richtig. Ich prüfe alle Personen, die am Tag das Haupttor passieren. Ich sehe mir jedes Foto der Überwachungskamera genau an. Machen Sie auch eine Sicherung der Kameradaten? Nun, ich soll eine machen, ja. Aber diese Computer sind so frustrierend. Wer ist für Sie verdächtig? Oh, das erkennt man an den Gesichtern. Meistens. Meistens? Das hier ist ein Mordprozess, Frau Oldbeck. Nun, das verdächtige Foto von Will Powers habe ich jedenfalls nicht angerührt. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Wer zum Teufel war auf dem Foto, das Sie gelöscht haben? Ein junger Fan. Fan? Ein Fan vom Steel Samurai. Das sind echte Freaks, wenn Sie mich fragen. Von irgendwoher erfahren die, wann die Proben stattfinden. Dann hängen sie ständig rum. An dem Tag war einer von ihnen da. Warten Sie mal. Sagten Sie nicht vorhin, niemand sonst konnte eintreten? Ich verschloss das Haupttor, damit niemand hindurch konnte. Na gut. Wenn Sie es wissen müssen, ein Abflussrohr führt in den Personalbereich. Das Schutzgitter ist seit einer ganzen Weile locker. Der Abfluss führt nach draußen und nun über diesen Weg gelangen Sie rein. Sie kommen durch den Abfluss? Ich sagte doch, dass es Freaks sind. Angriff der Abflussfans? Und? Es sind Kids. Kinder. Großmäuler. Kinder? Also war auf dem Foto, das Sie gelöscht haben? Ein Junge. In der zweiten oder dritten Klasse. Was? Ruhe. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Sie sahen an dem Tag zwei Personen am Haupttor vorbei zu den Studios gehen. Die eine war der Steel Samurai, der sein Bein nachzog. Und der andere war ein Junge im zweiten oder dritten Schuljahr? Oh ja, solche Jungs sehe ich jeden Tag. Kann sie weder davon abhalten zu kommen, noch kann ich sie einfangen. Ein Junge aus der zweiten oder dritten Klasse? So ein Junge hätte unmöglich den Samurai-Speer als Waffe benutzen können, nicht wahr? Unmöglich, glaube ich. Er ist ziemlich schwer. Richtig, wie ich schon sagte, habe ich ihn kaum beachtet. Und darum habe ich auch die Daten gelöscht.
Was ist los? Ich meine, der Junge war da. Das macht ihn verdächtig. Ja, und schon machen sie ihn wieder unverdächtig. Ich werde die Verhandlung für 5 Minuten unterbrechen. Verteidigung und Anklage können sich über die neuen Informationen beraten. Und diesmal werden keine wichtigen Informationen vergessen. 18. Oktober, 11.08 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Herr VP? Ja? Sagen Sie es mir, waren Sie wirklich in Ihrer Umkleide? Gingen Sie nicht zum Studio? Ich ging nicht zum Studio. Ich schlief, ehrlich. Wer war also der Steel Samurai auf dem Foto? Woher soll ich das wissen? Das Steel Samurai-Kostüm befand sich in einer Ecke der Umkleide. Jeder, der reingekommen wäre, hätte es nehmen können. Wirklich. Was? Sie sollten besser auf Ihre Sachen Acht geben. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand ein Steel Samurai-Kostüm klauen würde. Also, wohin führt das alles? Es sieht nicht gut aus. Sie sind im Moment der einzig wirklich Verdächtige. Nick! Was machen wir jetzt? Zunächst spielen wir auf Zeit. Wir suchen uns jemand anders, der vielleicht der Täter sein könnte. Genau! Und es wird sie lange genug beschäftigen, sodass wir noch einen weiteren Tag bekommen. Richtig. Aber wenn wir uns den Falschen aussuchen, könnten wir verlieren. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Ich bin sogar kein bisschen optimistisch. Hey Nick, es ist Zeit. Okay, los geht's. Was hat das zu bedeuten? Bitte seufzen Sie nicht so. 8. Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herr Will Powers fortführen. Herr Edgeworth, würden Sie bitte die Position der Anklage in diesem Punkt erklären? Die Position der Anklage ist schnell erklärt. Es hat sich nichts geändert. Die zweite Person, die zu den Studios ging, war ein etwa 10-jähriger Junge. Das Foto, das wir besitzen, mag vielleicht kein klarer Beweis sein. Aber es gibt nach wie vor niemand sonst, der den Mord hätte verüben können. Ich fordere das Gericht auf, den Angeklagten Herr Will Powers schuldig zu sprechen. Na schön, Herr Wright. Ihre Gedanken? Die Verteidigung ist anderer Ansicht als die Anklage. Es gibt eine weitere Person, die das Verbrechen hätte begehen können. Ruhe. Interessant. Teilen Sie uns bitte Ihre Gedanken mit. Allerdings, seien Sie sich bewusst, dass ich blinde Anschuldigungen nicht tolerieren werde. Beschuldigen Sie jemanden, der offensichtlich unschuldig ist, werde ich Sie bestrafen. Na toll, jetzt wären unsere Chancen nicht schon klein genug. Also, wer ist die Person, die neben Herr Powers noch den Mord hätte begehen können? Ich weiß, dass wir das jetzt richtig hart eskalieren lassen. Es war die Wachfrau, Wendy Oldbeck. Wer? Auf diesem Foto zieht der Steel Samurai sein Bein nach. Das heißt, wer auch immer in dem Kostüm steckte, wusste von der Verletzung am Morgen. Vielleicht, weil der Täter die Probe der Actionszene beobachtete. Neben Powers und Hammer gab es nur eine Person, die davon wusste. Die Wachfrau, Frau Oldbeck. Was? Gerne groß. Ruhe. Ist das wahr, Oldbeck? Oldbeck? Für Sie immer noch Frau Oldbeck. Frau Oldbeck hielt eine Alleinwache am Haupteingang. Sie war allein. Mit anderen Worten, sie hat kein Alibi. Sie hätte ihren Posten kurz verlassen können, um das Kostüm zu stehlen. Dann hätte sie zu Studio 1 gehen können, dem Tatort. Warum hätte sie sich die Mühe machen sollen, das Kostüm anzuziehen? Ganz einfach, Euer Ehren. Sie wusste, dass die Kamera am Tor ein Foto machen würde. Durch das Kostüm konnte sie Herr Powers belasten.
Verstehe. Hervorragend kombiniert, Herr Wright. Oh ja, Viva. Sherlock Holmes, der zweite Baby. Das ist seltsam. Ist das nicht die Stelle, an der Edgeworth immer eingreift? Er kommt doch sonst auch immer mit einem Einspruch und neuen Beweisen. Nun, Herr Edgeworth, hat die Anklage zu diesem Punkt etwas zu sagen? Die Anklage hat im Moment keine Einwände. Was? Was soll das bedeuten? Oh, Sie alle denken also, dass ich es war, nicht wahr? Edgy Boy, sitzen Sie nicht so rum, tun Sie was! Was soll ich jetzt machen? Vielleicht ist das die Chance, das Blatt zu wenden. Weiter angreifen! Aus demselben Grund, warum Herr Powers ein Verdächtiger in diesem Fall ist, können auch Frau Oldbecks Handlungen an dem Tag in Frage gestellt werden. Aber warum sollte ich dem armen Hammer so etwas antun? Sie vergessen, dass Herr Powers ebenso wenig ein klares Motiv hat. In der Tat. Geschafft. Jetzt gehört die Labertasche zu dem Verdächtigen. Keine bitteren Gefühle, hoffe ich. Warten Sie einen Augenblick. Was ist denn mit der anderen Person, die zum Studio ging? Der Junge, dessen Foto ich gelöscht habe. Er ist nur ein Grundschüler. Zweite oder dritte Klasse, sagten Sie doch, oder? Das macht nichts. In dem Alter brauchte ich höchstens 10 Sekunden, um meinen Alten niederzuringen. Was denken Sie, Herr Wright? Der Junge ist nicht der Mörder. Was? Was macht Sie so sicher? Oh, oder wollen Sie nur nett zur Jugend und gemein zu uns Alten sein? Gerne groß! Ich kann es beweisen. Beweisen? Tatsächlich? Dann lassen Sie uns diesen Beweis sehen, Herr Wright. Sie haben einen Beweis, der belegt, dass der Junge den Mord nicht begangen hat. Wie wir alle wissen, war Studio 1 der Tatort. Allerdings braucht man einen Kartenschlüssel, um zu Studio 1 zu gelangen. Wie hätte ein Junge ohne Beziehung zum Studio einen Kartenschlüssel haben können? Ich verstehe. Nun möchte die Zeugin etwas dazu sagen. Die Labertasche, sprachlos. Das muss das erste Mal für sie sein. Sehr gut. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für heute. Herr Edgeworth, finden Sie mehr über Ihre Zeugin, Frau Windy... Wie war noch Ihr Name? Oldbeck oder so, Euer Ehren. Die Anklage wird diese Oldbeck näher unter die Lupe nehmen, bevor es weitergeht. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Warten Sie eine Sekunde. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mit dem falschen Dampfer fahren. Mit mir. Ich rede. Oh, großartig. Stopp die Pressen. Die Labertasche möchte reden. Frau Oldbeck, was soll das Ganze? Haben Sie etwas zu sagen vergessen? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, gibt es etwas, das ich nicht erwähnen sollte. Das Sie nicht erwähnen sollten? Wer hat das gesagt? Hä? Ist das... Es war nicht Edgeworth, der ihr verboten hat zu reden? Gut, sagen Sie aus. Oh Mann, ich hatte mich schon so gefreut, gerade zu sagen, okay, dann machen wir für heute Pause. Ja. Die Klobel-Studios wollten, dass ich etwas geheim halte. Da waren noch ein paar andere Leute in den Studios am Tag des Mordes. Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Also sagten sie, ich solle so tun, als wären sie an dem Tag nicht da gewesen. Aber jetzt, da sie mich beschuldigen, lasse ich sie hier nicht einfach so davonkommen. Frau Oldbeck, das sind wichtige Angaben. Warum haben Sie das bis eben dem Gericht verschwiegen? Haben Sie mir nicht zugehört? Man hat mir gesagt, ich soll meine Klappe halten und ich tue immer, was man mir sagt. Nein, das ist kein böser Traum, Euer Ehren. Sie werden Zeuge der Macht der Oldbeck. Herr Wright, Ihr Kreuzfeuer. Man sagte ihnen also, dass sie nicht treten sollten. Genau, das Studio und die hohen Tiere vom Fernsehen sagten das.
Warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Seien Sie nicht so hart zu sich, mein Lieber. Wir stecken alle drin. Wer waren diese Leute? Nun, der Regisseur und die Produzentin zum Beispiel. Der Regisseur? Wir hätten uns denken können, dass da was nicht stimmt. Wie hätten Sie eine Probe der Actionszene ohne den Regisseur machen können? Natürlich. Ja nun, ich war überrascht, dass mich niemand darauf angesprochen hat. Und wo waren diese Leute? Der Regisseur war den ganzen Morgen während der Probe im Personalbereich. Er traf die Produzentin zum Mittagessen und dann hatten sie ein Meeting. Wo? Oh, im Wohnwagen Studio 2. Studio 2? Es gibt ein Studio 2? Nun, wenn Sie mal auf den Übersichtsplan schauen. Hier ist es. Sie gehen durch das Tor und dann immer nach links. Der Weg, auf den der Kopf des Affen gefallen war. Nun, Herr White, möchten Sie mit dem Kreuzfeuer fortfahren? Ich glaube, ich habe schon alles gefragt, aber... Sie sagten, Sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Frau Oldbeck, dies ist ein Mordprozess. Ich weiß das, Dummkopf. Aber Sie haben mich überzeugt, dass Sie nichts mit der Sache zu tun hatten. Und Sie gaben mir einen kleinen Bonus. Hast also deinen Bonus eingesackt und redest trotzdem? Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Euer Ehren. Wir haben erfahren, dass noch mehr Personen am fraglichen Tag in den Studios waren. Der Regisseur und die Produzentin und ein paar hohe Tiere. Nun, sie alle sind noch nicht befragt worden. Es ist keinesfalls möglich, ein Urteil über Herr Powers zu fällen. Das Gericht stimmt der Verteidigung in diesem Punkt zu. Die Anklage wird weitere Informationen über die Zeugin Frau Oldbeck sammeln. Und weitere Informationen über diese anderen Leute, von denen wir gerade gehört haben. Ich verstehe, Euer Ehren. Damit ist der erste Verhandlungstag im Prozess von Herr Will Powers beendet. Das ist alles. Die Verhandlung ist vertagt. Phew. 18. Oktober, 13.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Vielen Dank, Herr Wright. Gut, dass ich Sie gebeten habe, mich zu vertreten. Ach, na ja, schon gut. Oh, oder sollte ich... Wir begeben uns zu den Studios und stellen ein paar weitere Ermittlungen an. Wir müssen mehr über diesen Regisseur und die Produzentin herausfinden. In der nächsten Verhandlung werden Sie sicherlich als Zeugen aussagen. Also muss ich Material für das Kreuzfeuer sammeln. Niki Hara, Hallöchen. Was für eine Begrüßung. Ja, manche Leute nehmen andere mit, wenn sie untergehen. Ach ja, hallo. Eine Strategie, die wir alle gerne verfolgen. Liefert sie alle ans Messer. Also Nick, wissen wir inzwischen, wer im Steel Samurai-Kostüm steckte? Hätte es wirklich die alte Labertasche sein können? Was glauben Sie, Herr Powers? Ich glaube nicht, dass sie es war wirklich. Ich auch nicht, Nick. Ja, ich weiß. Ich habe da drin doch nur etwas Zeit erkauft. Jemand musste als Bösewicht herhalten, um den Druck von Herr Powers zu nehmen. Die arme alte Labertasche. Irgendwie tut sie mir leid. Sie hat da drin keinen Stich gelandet. Oder mit oder ohne meine Anschuldigung. Na gut, auf zu den Studios. Gut, wir sind bald wieder da. Danke. Danke, Leute. Oh Gott. So,
Und heute muss ich tatsächlich wirklich jetzt Schluss machen. Ich habe ja gestern eine halbe Stunde länger gemacht. Aber please understand, meine Stimme macht jetzt leider nicht mehr so mit. Mir tut der Hals echt beschissen weh. Mir tut mein Hals echt ohne Scheiß richtig hart weh und ich muss morgen noch arbeiten und reden und macht sich nicht so gut, wenn die Stimme dann scheiße ist. Ne? Ja, morgen auf alle Fälle dann Arno Search mal wieder eine Runde. Ja, yeah, Arno Search, Titten, Busen, Weiber, die singen. Huh! Und ganz viel anderen Schweinkram. Ja, und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ich hoffe, ich kann die Woche noch ein bisschen was machen, weil nächste Woche bin ich ja bei Mama. Die übrigens der festen Überzeugung ist immer noch, ich würde ihr Bescheid geben, wenn ich sie besuchen fahre. Die Frau hat Ideen. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, Skippy und ich sagen Miau und wünschen euch einen angenehmen Abend und bis morgen. Tschüss!